Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur fürs Archiv und ohne den Kollegen Grötsch in irgendeiner Art und Weise berichtigen zu wollen, es gibt auch Demokratiefeinde von links, die sollte man bei der Frage und der ergänzend daran nicht ganz vergessen. Eigentlich bin ich hierher gekommen mit dem Antrag der Grünen und dachte mir, man sollte mal mit einem Lob anfangen. Es hat zwar lang gedauert und man merkt richtig, dass man sich jetzt da Monate und Jahre gequält hat, bis man tatsächlich auch bei den Grünen erlebt, ja, es muss was zum Thema Präventionsstrategie geben. Und ganz ehrlich, diese Art, hören Sie halt mal ein bisschen zu, vielleicht ist dann ein gewisser Erkenntnisgewinn überraschenderweise auch noch gegeben am Ende. Also die entscheidende Frage zu sagen, vor 2 Jahren hätte man so einen Antrag auch von den Grünen nicht gesehen. Insofern könnte man mal empathisch sagen, wunderbar, auf geht's, dann freuen wir uns auch, wenn es tatsächlich bei den entscheidenden Programmen dies alle schon gibt. Natürlich auch mit nicht nur Zustimmung auf der Seite dieses Hauses, sondern vor allem auch die jeweilige Bereitschaft zur Beteiligung. Wir haben es gehört und wir folgen dem pädagogischen Prinzip der Wiederholung. Insofern ist auch der Antrag ganz gut, weil man das dann noch mal wiederholen kann. Also nicht nur die Präventionsstrategie, die Bundesregierung bereits hat, sondern das, was wir an Programmen tun, und zwar dort, wo es hingehört. Der entscheidende Punkt ist, ob das die Bundeszentrale für politische Bildung ist, ob es die Programme des Innenministeriums ist. Aber der entscheidende Ansatzpunkt bei der Frage, bei den Themen Zusammenhalt durch Teilhabe, durch Demokratie leben und, ist immer der, dass man tatsächlich die vorhandenen Strukturen aufgreift und nicht glaubt, man müsse die Welt neu erfinden. Selbstverständlich lesen wir da einen Satz, der heißt, da muss man auf den unterschiedlichen Ebenen Bund, Länder, Kommunen auf Augenhöhe begegnen. Aber dann zu sagen, ja, Entschuldigung, das ist das Landesheim-Flickenteppich, wie abschätzig ist denn eigentlich das bei dem, was die Länder tatsächlich in dieser Frage geleistet haben? Kollege Wendt hat es gesagt, über 400 Millionen erstreckt sich diese Art der Zusammenarbeit. Das geht aber von ganz oben an, von der Bundesanstalt für Migration in der Frage der Deradikalisierung bis hinunter in die einzelnen Kommunen. Und das mit einer Koordination zu versehen, das ist etwas, was es schon längst gibt. Also jetzt muss man genau merken, jetzt haben die Grünen auch gemerkt, upsala, jetzt müssen wir aber tatsächlich mal was tun, anders funktioniert es nicht mehr, sonst macht man uns irgendwann auch im Wahlkampf mal den Vorwurf, wir hätten da etwas versäumt. Bloß, da macht auch der Tonfall die Musik. Nur mit Arroganz kommt man an der Stelle nicht besonders weiter. Nur mit Arroganz kommt man an dieser Stelle nicht weiter. Und klar muss auch sein, Prävention hat ohne Repression überhaupt keinen Zweck. Dieser Rechtsstaat muss deutlich machen, was er von der Frage politisch ideologisierten, gewaltbereiten Islamismus hält. Er muss deutlich machen, dass es an den Stellen, wo es eben nicht mehr funktioniert mit dem Einfangen, wo es eben nicht mehr funktioniert mit der Beratung, als Rechtsstaat eine deutliche Grenze setzt, die sagt bis hierher und nicht weiter. Nur dann macht Prävention im Gegensatz dazu auch wirklich tatsächlich am Ende des Tages einen Sinn. Und wenn ich mal erinnern darf, dass die Länder durchaus, auch in Zusammenarbeit mit dem Bund, aus eigener Herkunft kann ich das mal sagen, Netzwerk gegen Salafismus aus Bayern ist ein solches Beispiel, wo wir tatsächlich über alle Möglichkeiten, über alle Ressorts hinweg, das, was vorhanden ist an Strategien, versuchen bereits zusammenzuführen. Das ist etwas, wo man sagen kann, da müssen sich die Demokraten tatsächlich einig sein. Das an dieser Stelle zu beschimpfen, halte ich für den schlechten Weg. Was ist notwendig? Notwendig ist, dass wir gerade bei der Frage der Ideologisierung, der Radikalisierung, die Möglichkeit finden, zum Beispiel über die Frage Internet, dort auf Augenhöhe Menschen zu finden, die eine neue Geschichte erzählen, eine neue Narrative, die diese Demokratie darstellen, gerade auch, wenn sie muslimischen Glaubens sind. Es ist schwierig, mit einer Aufklärungsseite, auf der die schwarz-rot-goldene Flagge prangt, zu sagen, an dieser Stelle bitten wir aber darum, sich nicht zu radikalisieren. Diese unterschiedlichsten Ansätze, die wir alle brauchen zusammen, damit wir einen Erfolg haben bei der Frage der Deradikalisierung, damit wir einen Erfolg haben bei der Verhinderung, dass Straftaten gar nicht erst begonnen werden. Auf diesem Weg der Orientierung. Es sind meistens junge, zugegebenermaßen männliche Jugendliche zwischen 13, 14, 15 und 16, die auf diesen Weg schlittern.
Und hier anzusetzen, auch das Engagement der Bürger mit aufzunehmen, um deutlich zu machen, hier müssen Menschen, die wissen, wovon sie reden, die nicht als der Staat kommen, sondern die Möglichkeit haben, auf Plattformen eine andere Geschichte zu erzählen, um dem, was im Netz passiert, was im Netz an Radikalisierung stattfindet, um dem etwas entgegenzustellen. Das sind die wahren Ansätze, die dieses Land schon längst und diese Regierung auch schon längst verfolgt. Und deshalb sage ich, im Ergebnis bleibt es dabei. Forschung und Vernetzung gegen den Terror, gegen diese Propaganda, gegen diese Radikalisierte, gegen die Hassreden, gegen Radikalisierung in Strafanstalten. Auch dort ist ein unglaubliches Potenzial vorhanden, bei dem man entgegenschreiten muss. Gemeinsam diese Werte fördern, das sind alles Bausteine, die wir schon haben. Wir wären sehr dankbar, wenn sich auch die Opposition zu diesen Bausteinen bekennen würde. Ihres Antrages dazu bedarf es nicht. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulrike Bahr für die SPD.